Dass ich mich politisch engagiere, das hat auf jeden Fall was mit meiner Biografie zu tun. Es fängt an bei dem Interesse, als sich eigentlich niemand interessiert hat, als ich so 13, 14 war, für Politik oder Geschichte. Und ich mich dann mit so ganz, ja, wie soll man sagen, so innerdeutscher, neudeutscher Geschichte beschäftigt habe, von der Ostpolitik Willy Brandts zu dem ganzen Verhältnis Bundesrepublik DDR. Und das hat dann schon dazu beigetragen, dass ich auch ein hohes Interesse an Politik hatte. Und das hat auch bis heute dazu geführt, dass ich lebhafte Diskussionen hier mit meinem oder mit manchen Mitgliedern in meinem Landesverband geführt habe, ob wir jetzt noch Bündnis 90 heißen sollen oder nicht. Weil für mich hat das mehr als nur einen symbolischen Charakter, sondern das ist einfach auch ein Stück innerdeutscher Geschichte, dass wir als Partei auch das ehemalige Bündnis 90 selbstverständlich mit dem Namen führen sollten. Ich kann mich noch erinnern an die Zugfahrt. Meine Mutter hatte mir erzählt, dass wir zu meiner Oma fahren, damit ich mich nicht verplappere und falls sie angesprochen wird, damit quasi die Story nicht auffliegt. Die war elendig lang und ich habe schon gemerkt, dass meine Mutter anders war als sonst, sehr still, wenig gesprochen, weil sie sich nicht sicher sein konnte, wer ist das gegenüber im Zug und ist das jemand, der auch fliehen will oder ist der unter Umständen ein Spitzel oder was weiß ich. Und das war natürlich ein besonderes Ereignis, weil wir zwei oder drei Tage am Stück unterwegs waren und wach waren und das weiß ich noch, dass das auf jeden Fall anders war. Und woran ich mich auch noch erinnern kann, das war in dem Auffanglager, das war eine leergezogene Bundeswehrkaserne. Da bin ich weggelaufen und meine Mutter konnte mich nicht mehr finden. Und zwar bin ich jetzt nicht von ihr weggelaufen, sondern es war vom Roten Kreuz ein Spielmobil, wo ein Kasperletheater aufgeführt wurde. Und ich kannte das natürlich nicht, weil alle Klischees stimmen. Spielzeug im Osten war wirklich was Besonderes. Und das war natürlich, brauchte man mir nicht irgendwie dreimal sagen, dass es da irgendwas zu spielen gibt. Dann bin ich natürlich mitgegangen. Und da war ich auf einmal weg. So. Und das weiß ich noch, wie meine Mutter dann heulend mich umarmt hat, weil sie dachte, jetzt wäre das Kind irgendwie weg. Also die Gefahren, die sich meine Mutter ausgesetzt hat, waren schon nicht ohne, also von erwischt werden, Fluchtversuch, dann die Strafe zu bekommen, damit zu rechnen, dass womöglich irgendwie dann auch das Erziehungsrecht entzogen wird. Das kam schon vor und natürlich die Gefahr oder überhaupt das Wagnis, alles zurückzulassen, konnte ja nichts mitnehmen. Also keine Bücher, keine Fotos, keine persönlichen Gegenstände. Wir haben halt einen Koffer gepackt, so als wenn wir zu meiner Oma fahren würden. So. Und das heißt, sie hat in Leipzig eine komplette Wohnung zurückgelassen mit allen Habseligkeiten und ist dann ins Ungewisse, weil sie einfach nur weg wollte. Also ich weiß, dass es eine sehr mutige Entscheidung war. Und dass sie viel riskiert hat. Und wenn wir darüber sprechen, erzählt sie auch immer, dass sie auch Angst hatte, was aus mir wird. Also zum einen später irgendwann in so einem Staat, der so undemokratisch ist, aufzuwachsen. Das wollte sie nicht. Und dafür hat sie schon einiges riskiert. Und hat dann auch in Kauf genommen, dass es durchaus sein kann, dass das alles nicht klappt. Und keiner wusste, und das finde ich das Faszinierende, es waren wenige Wochen vor Mauerfall, keiner wusste oder hat das geahnt. Sonst hätte sie sich wahrscheinlich auch anders entschieden und gewartet. Aber es war nicht abzusehen, dass diese DDR dann nach fast 40 Jahren dann auf einmal aufhört zu existieren. Ja. Also erstmal ganz persönlich hat uns die Wiedervereinigung ermöglicht, dass wir überhaupt meine Großeltern noch besuchen konnten und unsere Verwandten. Das wäre ja nicht möglich gewesen, wenn die Mauer weiter bestehen blieb, also wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Und natürlich sehe ich die ganze Entwicklung, die jetzt unmittelbar oder mittelbar daraus gefolgt ist, ja, EU-Osterweiterung, dass es selbstverständlich ist, dass die ehemaligen, sagen wir mal, Ostblockstaaten jetzt
besuchbar sind, dass es einen Austausch gibt, dass man da hinfahren kann und dass es einfach auch im Moment, der heute so ein bisschen blass geworden ist, wo man so denkt, so Wiedervereinigung, was bringt das? Wir haben denen da jetzt die ganzen Straßen, Gebäude, was weiß ich, finanziert, was haben wir davon? Es ist einfach für mich ganz stark immer noch dieses Momentum da, dass man es geschafft hat, friedlich die Wiedervereinigung, also die Mauer zu stürzen, ein diktatorisches Regime zu stürzen. Und ja, für mich ist das immer noch was ganz Besonderes, dann wieder dorthin zu fahren und das heute zu erleben, was daraus geworden ist. Wir müssen das nochmal neu machen, ich kann ja nicht drüben sagen. Ich kann ja nicht drüben sagen, dann denken die, ey, was will der denn? Der Abel, der erzählt dir was von der Wiedervereinigung und sagt drüben, ey. Okay. Ah, okay.